So, und herzlich willkommen zurück zu Valkyria Chronicles 4. Beim letzten Mal haben wir ja mehr oder weniger das Ende des Krieges gesehen. Der Waffenstillstand wurde ausgerufen und Claude hat den Hebel nicht gezogen, mit dem er hätte die imperiale Hauptstadt inklusive sich selbst vernichten hätte können. Mal schauen, wie das jetzt ausgeht. Der Waffenstillstand. Ey, unsere Boys stehen alle da. Aber warum stehen die vor dem Schiff? The war has finished. We did it. You made me proud. Oh, hat das nicht geschafft? Doch. Ach, guck mal, wer da kommt. Das ist ja cool. Oh, ich hoffe, die haben ein Babbelgespräch. They've got to be around here somewhere. You're Lieutenant Colonel Klaus Waltz of the Imperial Army. This is Cremaria and her faithful knight Fenrir. The Winter Witch. Excuse me. I'm Captain Claude Wallace. I'm commanding this op in place of Captain Roland Morgan. Claude! So you're the leader of Squad E. Er hat bis jetzt nicht gewusst, wie Claude aussieht. My soulmate, we finally meet. Ja, endlich treffen die sich. I'm the commander of Ausbruch. After all the times we've clashed, it's a pleasure to see you in person. Never thought we'd see each other alive. Lady Luck works in mysterious ways. So you were the man in the black tank. Forseti told me all about you, Claude Wallace. Now I finally have a face to put to the stories. They called you strange, but incredible. Forseti said that? Something happened to him? Yeah, the boy is tot. He's dead. And you, over there, you've got his hair. So you're his sister. He told me about you, too. He did? Forseti never talked much about himself, but he let a few things slip here and there. He felt pretty bad about the hell he put you through. I guess he had big plans to make it all up to you. Once he achieved his goal, he was gonna take asylum in a neutral country and live there. Just the three of us. The three of us. So, he still loved me after all. Running away to atone for his sins. That's my brother, all right. Always did whatever he damn well pleased. Not what I expected from the infamous vaults. Yeah. Believe me, he can be absolutely insufferable. And an incorrigible womanizer, besides. Not what you expected from the Winter Witch, either, I take it. The truth is stranger than fiction. What happens to her now? No, she's been through so much, more than she can handle, I'm afraid. Indeed. But we'll take care of her, I promise. Friede, Freude, Eierkuchen? Wirklich? Was ist das jetzt? Hallo, das ist mein Schiff. Und der Angel ist noch an Bord. Als ob der Schiff jetzt mehr zurückziehen. Es ist Waffenstillstand. Hey!
Okay. Sie haben also ihren eigenen dicken Kreuzer. Aber nicht, dass sie es wieder schimpfig gemacht haben. Sehr ehrenwert. Almost a shame, really. I didn't intend to show my hand so soon. So be it then. Begin. Yes, Doctor. Now, come with me. There's nowhere to run on the Crystal Sea. Musst du jetzt ernsthaft aufmucken? Es ist Waffenstillstand. Ah, the fruits of our labor. The miracle Al and I created. Valkyria induced Ragnite implosion, the ultimate source of power. Hat auch eine Valkyrie im Reaktor, was? I won't let anyone else have it. It's mine. All mine. Nein, da wir unsere haben. Das ist schlecht. Centurion! It's been harpooned! They're dragging it into the canal! He's after the bomb. Guess he wants to take it out to sea. But staging a one-man encore? Bad form, Doc. Bad. Miles, Dan, Ronald, come here! We're going to board the Centurion and take it back. That's way too dangerous! How are we supposed to board it? We'll never catch up! House. Yeah. Hey, you can borrow my tank. Lieutenant Colonel. To be fair, she's too beat up to fight, just like me. But she can still run just fine. You of all people know how fast she is. I appreciate it. All right, let's go. Then hey, wait for me! Riley, you stay here. If we run the ship back toward land, we can keep the sub from taking it. You're gonna play tug of war with a submarine? If we don't, they'll take the Centurion, with Angie inside. I'm the only one who can get the ship there fast enough. Take me with you. Okay, I'm counting on you to get it moving. Your wish is my command. Oh, Mann, ey. Da haben wir noch was vor uns. Jetzt dürfen wir es noch mit einem riesigen U-Boot anlegen, oder was? You're in charge of backup, Kai. Wir können Kai nicht mitnehmen? Right. See you soon. Sogar Minerva kommt mit, das heißt ja nur drei Anführer. We should get going too. Don't die out there. I will save her. Kind of reminds me of him. She's a real fine woman. Hey, easy. I was talking about her integrity, not her ass. Hitting a tank against that metal monstrosity. They're all fools. Oh Mann, hätten wir doch nur eine Massenvernichtungswaffe am Start, die das locker zerstören könnte. Ganz schwierig. What I love about them, through the madness of the battlefield, they held on to the thing, smart. Oh, hätten wir doch nur jemanden dabei, der richtig krank austeilen könnte und auch schon vorher ganz schön versenkt hat. Da fällt mir gerade niemand ein, spontan. Innocence, honesty, recklessness. And then again, maybe that's just youth. No wonder a fossil like me couldn't beat them. I'm obsolete. Tau ziehen, bruh. Okay, we made it aboard. I already knew Imperial tank technology was cutting edge, but feeling that acceleration firsthand? What a rush! How's the engine room? Looks all right. Can you get it running again? I'll try. Keep watch for me.
How's it going? Ready! You boys pull those levers at the same time! Got it! Revving up the main reactor. Full speed ahead! All right, it's working. It's down to a test of strength between us and them. Wir haben die Kraft der Valkyrie, auf geht's. Angie, if you can hear me, we need your help. Wir brauchen ihre Hilfe schon die ganze Zeit. Bedrohung durch Belger. Gucken, was er noch auspackt. The Centurion is resisting. Honestly, they always insist on doing things the hard way. Hat er sein fucking Büro einfach auf dem Schiff? Why can't they see? The reactor's true potential can only be realized in my hands. I would have thought Riley would understand at least. Well, I'll just have to move up my plans. Keep our guests entertained until then. After all, genius is 1% revelation, 99% improvisation. Oh Gott, das heißt, es sorgt auch wieder für Stress. Oh Gott. Rückeroberung des Schiffs. Na gut, das werde ich nicht jetzt spielen. Ich werde stattdessen lieber nochmal das Scharmützel spielen, was wir haben. Verschneite Insel. Was? Okay, Hauptlager einnehmen, ganz normal. Whiteouts ist das. Oh, das sieht aus wie der Teil der Map, den wir in der Rails-Mission hatten, aber nur dieser Teil der Map. Okay. Ich positioniere mich mal. Auf jeden Fall kommt mit Dan, Minerva, Saiga, Riley. So, wen level ich denn dieses Mal? Ich würde sagen Odin. Millennia. Ryan. Vancey. Genau, die nehme ich mit. Mal schauen, was geht. Stop the enemy's advance. Squad E, move out. Noch ein bisschen EP sammeln für die letzte Schlacht. Okay, das sieht sehr behindert aus. Panzerabwehrkanone, na klar. Das Hauptlager ist schon da vorne, als ob wir da nicht einfach hinlaufen könnten. Der Hafen soll mal durchschippern. So. Was zum Teufel ist das da? Ich höre dich auf Ragnarit und nicht auf den Boy. Okay, nice. Okay, ach du fucking, was ist das denn? Mehr Gegner, die man nicht auf dem Haufen stopfen kann. Okay, das ist eine Abwehrkanone. Aber das Lager wurde noch vom einen Dude bewacht. Das heißt, wenn ich den Panzer noch hochjage, oder noch besser, ich nehme mir... Nee. Doch. Kaktus. Zusammen mit... Mit Vancey. Ryan. Und ihr hier. Und schon mal weit ich komme. Okay, noch kein Treffer. So, Lancer. Oh ne, guck mal da. Das da kann drauf gehen. Nice. Okay, der Krieg ist halt schon ein bisschen gelitten. Nicht gut, aber wir müssen weiter. Ich muss zumindest diesen Grenadier hinten rausschalten. Go, 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 go. Oh, noch besser, ich mach der Dende platt. Hm.
Schon fast ein bisschen Verschwendung. Ich muss zu benden. Okay, jetzt habe ich ja einiges, was auf mich drauf guckt, wild. Aber es macht nichts. Ey, keine Waffenschmied. Ich glaube, die werde ich gleich mal mit. Mit Vance sie besiegen. Okay. RIP. Nice. Nice. Betrunken, Runde endet. Ist das cool. Okay, dann nehme ich mir als nächstes Ryan. Was tötet dich am besten? Flammenwerfer. Yep. Zwei Kills auf einmal. Ey. Er schießt auf mich. Oh, da fahre ich jetzt immer nur noch ein bisschen Kills mit den Leuten hier. Stone Cold Silver. Da ich ja sowieso schon so gut wie gewonnen habe, bringt ja auch EP, von daher. Ich wollte ausweichen, ha! Nice. Yes. Oder oh, liegt doch der Sniper. Krieg ich den noch? Nee. Oh, ist noch nicht so wichtig. Immer rein mit die Kills. Nice. Wenn sie schon zu wild. Immer heraus. Yes. Nice. Wenn sie eigentlich schon zu wild. Vor allem, dass er einfach ihre Runde random beendet, wenn die betrunken ist, sowieso beste. Too easy. Yeah. Die rastet richtig aus. Noch zwei Aktionspunkte, die ich nutzen kann. Bisschen in den Panzer hier reinschießen. Oh, erstmal hatte ich mir gesniped. Halt die Fresse da oben. Yes. So, ich hoffe, dieser Panzer hier feiert Flammenwerfer. Nö, macht überhaupt nicht. Das ist mir auch egal. So, und für den letzten Zug. Oh, ich habe gar niemanden mehr eingepackt? Doch. Einsatz. Melania. Oh, jetzt bombt mich noch weg. Moment mal, was? So, nee, das hier ist die Flagge. Gerade steht der Panzer in der Flagge drin. Junge, das ist ja zu wild gewesen. Yes. Das war okay. Kann man machen. So, habe ich so noch ein bisschen EP gefarmt durch die ganze Kills. Geil. Ey, eine ZMK. Warum auch nicht? Und damit haben wir anscheinend alle Scharmützel geschafft. Nice. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal ins Hauptquartier und tu ein bisschen ab. Verteilen. Irgendwas Neues hier? Oh, tatsächlich. Was läuft, O'Reilly? I hear you've been improving as a leader. That those orders you've been learning have something to do with it. Anyways, keep up the good work. Oh, es gibt gar keine Befehle mehr. Uff. Das heißt, ich kann jetzt alles hier reinstecken. Die 213.000 EP, die ich habe, was zum Teufel? Tja, dann Lancer und Pioniere werden gelevelt. Ach Quatsch, bin ich voll. Aber ein wichtiger Befehl fehlt noch. Ich weiß, dass es einen Befehl gibt, mit dem man Aktionspunkte wieder auffüllen kann.
Ich habe es gar nicht über keine Pioniere benutzt. Das ist so geil. Okay, vielleicht kommt der Befehl ja jetzt. So, was gibt's? Alle Einheiten Nachschub. Das füllt einfach alle Munition von Verbündeten auf, bruh. Okay, Lance, neuer Befehl. Auf geht's. Jetzt aber kranke Befehl, bitte. Spiel, go, 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 go. Und? Sprengwiderstand. Mhm. Sprengschaden, aber wann wird man jemals in der einen Runde gesprengt? Was zum Teufel, Spiel? So, Elite Lancer auch am Start. Damit sind die auch fertig. Wenn ich die Lancer jedes Mal brauche. So, Pioniere noch ein Level, nur für den Fall, dass man die braucht. Dann habe ich nicht mal die Level ausgereizt. Sinnlos. Das ist wirklich enttäuschend. So, okay. Mal schauen, ob es mir neue Ausrüstung gibt. Geld habe ich ja wieder ein bisschen. Fast eine ganze Million. Ah, okay. Nicht sonderlich beeindruckend. Nichts Neues. Was geht hier überhaupt ab? Magazinerweiterung. Wobei Magazinerweiterung eigentlich ganz nice ist. Ich meine, das ist 25% mehr Munition. Dafür, dass der Schaden eigentlich relativ gleich bleibt gegen Person 41. Ich glaube mal, dass die Magazinerweiterung voll durch, weil ich glaube, dass die doch eigentlich besser ist. Oder? Besonders gegen Schutz. 42 Damage, wenn ich in so einen Radiator reinhaue, immer 25. Ich glaube, die Magazinerweiterung ist eigentlich die bessere Waffe. Die hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen eher leveln sollen. Hold. 30 Schuss sogar. Was? Junge. Okay, spätestens jetzt ist das die bessere Waffe. 30 mal 47, das sind auch mal eben über 1400 Damage, die in so einen Panzer reinkrachen, wenn ich von hinten komme. Hold. 35 Schuss! Wie viel hat das Ding? Immer noch 20. Okay, das Ding ist auf jeden Fall krank besser. Die Rising. Vor allem, das sind 1500, 1750 Damage gegen was, was ein Schutz ist. So, was haben wir hier? Genauigkeit drauf geschissen. Ultimate Lance ist auch hart useless. Das Ding ist auch gut gegen Schutz, aber uff. Ah. So, was haben wir hier? Magazinerweiterung. Bin ich, glaube ich, kein Fan von. Weil mit der Sniper muss man jedes bisschen Damage rausholen, was geht. Daher nehmen wir die Sniper. Normal Sniper. So, Antiperson. Und Antipanzer. Nice. Granaten-Upgrade, jetzt nochmal. Besser ist das. Ey, und bessere Uniform. Nochmal für die letzte Mission. Alright. Das sieht gut aus.
Panzerteile. Was kriegt der Hafen? Laufupgrade, mehr Reichweite. Das wird er bestimmt nicht nötig haben. Aber da haben wir immer noch so viele Sachen nicht freigeschalten. Wie lange geht denn das Spiel noch? Ich dachte, wir sind jetzt fertig. Das braucht wieder Blöcke. Genauigkeit plus 15. Das ist eigentlich schon ein Upgrade, was wild ist. Doppelvisier. Oh, das bringt richtig viel Genauigkeit. Das habe ich jetzt noch dran. Okay, das kann raus. Rauchschleier. Oh, die Rauchbombe ist eigentlich auch gut. Extra Magazin. Drauf geschissen. Aber es ist bei weitem nicht genug Platz. Ich müsste die Rauchbombe rausnehmen. Und ich weiß nicht, ob ich das für eine letzte Mission wirklich will. Ach klar, komm. Wer braucht Utility, wenn man Bomben hat? Oder wenn treffende Bomben hat vor allem. So, wie krieg ich das Ding jetzt da rein? Leg das hier hoch. Das dahin. Das dahin. So, habe ich immer noch extra Magazinplatz. Nice. Junge. Habe ich mal irgendeine neue Insigne bekommen? Das ist ja ganz geil. Sinnlos. So, mal gucken, ob ich für die Mission in Glory nehme. Irgendwas Neues hier. Oh, ein bisschen. So, oben für Angriffsunterstützung. Was geht hier? Visier-Upgrade. Damit auch der mal irgendwann was trifft. Oh Gott, was habe ich denn hier alles? Scheiß auf Widerstand. Einglasvisier, das muss quer stehen. Und das war's schon. Sowieso kein Platz mehr. Aber noch mehr AP. Ist eigentlich auch ein wildes Upgrade. Okay, soll ich zwei machen? Okay, dann gehe ich mit dem Chloe jetzt auch voll ins AP-System rein. Was hat er noch? Gerade der Kühlkörper. Braucht niemand. Blattfeder, das ist AP. Zielrechner ist Genauigkeit. Stärktes Blatt, okay. Und damit der viel AP hat, muss ich bei ihm auch eigentlich voll reinleveln. Und ich muss zwei Sachen rausnehmen. Was ist denn das Rote? Das ist schon das AP-Ding, okay. Dann muss ich wohl doch das hier rausnehmen. Yep. Aber für mehr AP ist das auf jeden Fall wert. Guck mal kurz im Kaktus reingucken. Ja, auch hier Sachen, die sich lohnen. So. Gibt ja noch irgendwas? Antriebssystem. Das nimmt man. So. Oh, der kriegt auch AP ohne Ende. So, Widerstand. Den ohne Schutz zu lassen ist auch ein bisschen blöd, aber was man machen.
bekomme ich das gar nicht auf einmal alles rein? AP, AP, AP. Oder bin ich einfach nur so doof, das zu sehen? Das kommt doch gar nicht, das passt doch gar nicht rein. Das wäre schlecht. Ja, das passt gleich alles zweimal rein. Kannst du wieder rausnehmen. Extra Träger. Na, scheiße, auf Widerstand über mein Leben. Passt da auch nicht so leicht rein. Dann das hier runter. Nee, das passt nicht. Shit. Naja, kann ich doch irgendwas leveln. Ja, bitteschön. Spaß damit. Oh, Schiffsteil habe ich immer noch. Was geht? Reparaturwerkstatt auf jeden Fall immer noch beste. Und Verstärker-Upgrade natürlich. So. Und dann werde ich die Folge erstmal hier beenden. Das war lang genug. Ich werde vor der letzten Mission nochmal offscreen alle Ausrüstungsgegenstände anpassen und alle Leute anpassen für die letzte Mission. Und hoffen, dass es wild wird. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.